herzlich willkommen. Darf euch begrüßen im Presseraum des FC Hansa Rostock. Nach dem Sonntag und dem damit ja feststehenden Abstieg in die dritte Liga, ja, das sitzt sicherlich bei allen noch ein bisschen tief. Gilt es aber auch, den Blick nach vorn zu richten. Und aus der Einladung konntet ihr entnehmen, dass wir das heute tun wollen. Der Aufsichtsrat will über die strategische Ausrichtung und die nächsten Schritte beim FC Hansa Rostock informieren. Und Teile des Aufsichtsrates möchte ich auch herzlich begrüßen. Heute dabei der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Lemmer, Emanuel Fuhrmann, unser Aufsichtsratsmitglied, und Henrik Bogdanow. Alle drei heute hier, um eure Fragen zu beantworten. Den Anfang macht unser Aufsichtsrat. Ratsvorsitzender Rainer Lemmer. Ja, Marit, vielen Dank. Herzlich willkommen allen Medienvertretern, auch den Mitgliedern des Aufsichtsrates. Wir sind heute ein bisschen zusammengekommen, obwohl wir noch ein bisschen die Trauer im Nacken haben und bedrückt sind über den Ausgang der Saison, aber wir müssen nach vorne schauen. Die Pressemitteilung ging raus und gerne würden wir das näher erläutern. Gut, Olli hat ja sozusagen die Pressemitteilung eben gerade verteilt. Es geht um strukturelle und personelle Veränderungen zur neuen Saison, beziehungsweise die sind ja jetzt teilweise schon eingeleitet. Ja, Rainer, vielleicht kannst du es so ein bisschen ausführlicher erklären, was konkret geplant ist und was die nächsten Schritte sind. Ja, also wie ich das schon sagte, trotz der Trauer, die uns allen noch im Nacken sitzt, müssen wir nach vorne gucken. Wir müssen analysieren, woran hat es gelegen, wo waren Sollbruchstellen, was können wir verändern, um möglichst erfolgreich und auch mit Lehren, die wir daraus gezogen haben, in die neue Saison zu starten. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir Strukturen ändern müssen, die einhergehen, auch mit Personalveränderungen. Wir müssen ja einen deutlichen Neuanfang starten und wir müssen vor allen Dingen uns auf den Sport fokussieren und den Sport neu ausrichten und deutlich in den Fokus rücken. Gehen wir mal auf die personellen Entscheidungen ein. Ja, im Zuge dieser Analyse haben wir unseren Vorstandsvorsitzenden, der seit 2016 für uns tätig ist, freigestellt. Das auf oberster Ebene. Darunter hinaus war die Freistellung von Christian Walter ja bekannt. Und es wurde Kevin Meinert als Kaderplaner freigestellt. Zusätzlich, das ist ja auch bekannt, versuchen wir neue Strukturen auch personell zu füllen. Das ist mit Amir Chapuzadeh ja bereits bekannt gegeben, der wird nächste Woche vorgestellt. Des Weiteren sind wir uns mit einem Chefscout einig, der viel Erfahrung hat und eine regionale Verbundenheit. Das wird aber der Vorstand bzw. Amir in seinem Konzept erläutern und vorstellen. Langfristig suchen wir einen Vorstandsvorsitzenden, der das Ressort im Vorstand abbildet und es wird entkoppelt vom Vorstandsvorsitzenden. Gut, lassen wir erstmal sacken oder habt ihr schon Fragen? Sönke Fröbe von der Ostsee-Zeitung. Also ich habe den letzten Satz bei Ihnen nicht verstanden. Der Vorstandsvorsitzende, wird noch ein neuer Vorstandsvorsitzender gesucht? Oder? Ich habe gesagt, das Ressort Vorstand Sport wird vom Vorstandsvorsitzenden entkoppelt. Okay, das habe ich dann falsch verstanden. Vielleicht könnt ihr noch mal was sagen zur Abberufung von Herrn Marien. Also ich lese hier keinen konkreten Grund raus. Was ist der Grund, dass er gehen muss? Wenn Hansa jetzt die Relegation geschafft hätte und möglicherweise drin geblieben wäre, wäre dann auch Robert Marien Vorstandschef wieder geworden im September? Nee, die Analysen wären unabhängig der Liga-Zugehörigkeit, sind die. Was ist denn nun der Grund, ihn abzuberufen? Wir wollen uns strukturell verbessern. Wir gucken als Aufsichtsrat ganz genau, was geben wir rein, welche Strukturen sind tragfähig, welche sind erfolgreich. Und da sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass das Invest, was wir da reingeben, nicht den Tabellenplatz abbildet. Und diesen Fakt wollen wir ändern. Zugleich ist natürlich auch klar, und das ist ja offensichtlich, wenn der Vorstandsvorsitzende ausfällt und wir das intern nicht besetzen können, dann sind die Strukturen nicht tragfähig. Das ist ja, wir können ja Jürgen Wähler danken, dass er für diesen Moment und für diesen begrenzten Zeitraum zur Verfügung steht. Ansonsten hätten wir ein Problem. Und wenn das nochmal passiert, und das kann ja jederzeit passieren, dass irgendjemand ausfällt, dann müssen wir diese Position in einem Unternehmen, was ein mittleren zweistelligen Millionenetat ja, aus inneren Reihen sofort abdecken können, das konnten wir nicht. Das heißt, die Strukturen so müssen wir ändern. Also das heißt, Herr Marien hat vielleicht zu viel an sich gerissen in den vergangenen Jahren
Oder gibt es Fehler, die Sie Ihnen konkret vorwerfen? Da würde ich erstmal die Vorteile herausstellen. Es ist so, wenn ein Unternehmen nicht so groß ist und es ist auf eine Person zugeschnitten, hat das natürlich riesen Vorteile. Man hat kurze Wege, man kann schnell reagieren, man trifft Ad-hoc-Entscheidungen. Das sind alles Vorteile und die haben uns auch groß gemacht. Wenn ein Unternehmen aber eine gewisse Größe hat, dann sind Fachbereiche und Abteilungen natürlich auch so groß, dass sie einzelne Vorstände bedürfen. Haben Sie ihm das persönlich mitgeteilt und wie hat er das aufgenommen? Wir stehen mit Robert im Austausch und das war auch in der Zeit seiner Abwesenheit so. Robert war zu dem Zeitpunkt in Südafrika und hat mich angerufen, ich habe das gesehen, wir haben uns danach für einen Telefontermin vereinbart, den konnte er nicht wahrnehmen und am nächsten Tag haben wir den vereinbarten Telefontermin wahrgenommen. Da haben wir uns dazu besprochen. In dem Gespräch kam dann raus, dass der in Deutschland ist und dann haben wir das Gespräch auf den nächsten Tag vereinbart, haben uns persönlich getroffen. Das war vor dem Paderborn-Spiel. Warum dieser Zeitpunkt? Robert kam mit der Bitte auf uns zu, dieses Thema anzugehen. Und mit dem Wissen, dass er halt nicht in Deutschland ist, kann man nicht sagen, wir reden darüber, wenn du mal wieder hier bist. Sondern da muss man auch schon nach vorne gehen und sagen, ja, pass auf, Robert, nicht die besten Umstände ist jetzt so und das Thema angehen. Einen habe ich noch. Ist denn schon ein Auflösungsvertrag unterschrieben? Haben sich beide Seiten schon auf die Modalitäten der Trennung geeinigt und wird es eine Zahlung an den ehemaligen Vorstandschef geben? Robert ist freigestellt von seinen Aufgaben. Das heißt, wir kommen unseren vertraglich vereinbarten Pflichten nach. Und alles, was dann angehängt ist, wird später geklärt. Das heißt, er wird erstmal weiter bezahlt? Richtig. Wenn nur eine anhängen darf. Jürgen Wehland, über den September hinaus, hat er hier eine Perspektive oder das hörte sich jetzt auch so ein bisschen so an, als wenn Sie noch auf der Suche sind möglicherweise ja. nach dem Ja, natürlich. Wir starten jetzt einen Prozess, einen Vorstandsvorsitzenden zu suchen und ja, der beginnt jetzt und der wird erstmal strukturiert aufgesetzt. Also Herr Wehland scheidet im September dann aus? Stand heute ist das so, ja. Es kann aber auch sehr gut sein, dass es nicht so ist. Also Stand heute ist es aber so. Oliver Kramer für die Bild, vermute ich heute. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Herrn Wehland beschreiben und seine Arbeit in den vergangenen Wochen? Ich habe es ja gerade gesagt. Herr Wehland ist sicherlich mit anderen Erwartungshaltungen hergekommen. Er wurde von vielen auch überrascht und hat jetzt ein paar Baustellen zu beackern, mit denen er vielleicht nicht ganz so gerechnet hat. Ich habe da großen Respekt vor. Der ist klug, fleißig, analytisch, ruhig, lässt sich vom Problem nicht aus der Ruhe bringen. Und das Verhältnis ist natürlich aufgrund der stressigen Situation gerade intensiv, aber es ist sehr professionell. Könnten Sie sich oder dann der Aufsichtsrat vorstellen, mit ihm auch längerfristig zusammenzuarbeiten? Ich meine, man kann ja parallel suchen und trotzdem das sich zumindest vorstellen. Das ist derzeit kein Thema. Herr Wehland hat gesagt, seine persönlichen Pläne beginnen natürlich auch mit dem Amtsende von Hansa Rostock. Und das nehmen wir so zur Kenntnis und wir starten den Prozess. Wenn Sie jetzt nochmal auf Ihre Arbeit, also nicht Ihre persönlich, sondern die des Aufsichtsrates, zurückblicken auf die vergangenen Wochen, hätten Sie da jetzt im Nachgang, klar, hinterher ist man immer schlauer, möglicherweise auch früher eingegriffen, andere Entscheidungen getroffen, gerade beispielsweise was die Personalie Mersat Selimbegovic betrifft oder auch andere Fragen? Das sind operative Fragen. Unsere Aufgabe ist es, Vorgaben zu geben, zu kontrollieren. In der Trainerfrage ist es so, dass wir zustimmungspflichtig sind, aber nicht entscheidungsfähig. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir suchen einen neuen Trainer. Und das spricht, man muss auch immer in diesen ganzen Abwägungsprozess überlegen, macht es Sinn? Steigert das die Chance auf Erfolg oder nicht? Und da kamen wir, so wurde uns vom Vorstand berichtet und auch vom Vorstand, vom Sportdirektor, dass die beste Lösung ist, so weiterzumachen. Wir haben das natürlich auch hinterfragt. Es gab, ehrlich kann man ja auch sein, Plan B. Aber auch da muss man genau wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Man hätte sich ja mehrheitlich auch mit einer Abstimmung beispielsweise dagegen aussprechen können, natürlich als Empfehlung. Das stimmt, man kann viel empfehlen, ja. Aber es muss erstmal ein Antrag auf dem Tisch liegen, bevor wir darüber entscheiden. Okay, danke erstmal. Tommy Bastian von der Ostsee-Zeitung.
Ja, hallo Rainer. Der angeschobene Umstrukturierungsprozess, wurde der von Robert noch eingeleitet oder wurde der von Herrn Wieland eingeleitet? Weil es ist ja schon, es läuft ja sozusagen schon, diese Direktorenposition gibt es ja auch sozusagen durch den Verein durchgehend, nicht nur im Sport. Das war ja, also die Freistellung habe ich ja gesagt, oder zumindest habe ich das versucht auszudrücken, war keine Ad-hoc-Entscheidung. Wir waren mit der Struktur jetzt nicht gänzlich zufrieden, weil das Unternehmen gewachsen ist. Und wir haben immer wieder Strukturveränderungsprozesse eingefordert. Die wurden in Teilen uns auch so reportet. Aber in der Struktur, wie wir uns sie vorstellen, werden wir sie jetzt vornehmen. Und ganz kurz nochmal vielleicht auch zurück also mehr zum Sportlichen. Olli hatte da eben schon so ein bisschen gefragt. Ihr hattet in der Hinrunde zum damaligen Zeitpunkt vielleicht etwas überraschenden, für viele etwas überraschenden Appell auch öffentlich abgegeben. Mhm. Warum kam jetzt auf diesem Wege vielleicht nichts oder vielleicht auch gewisse Vorschläge, Forderungen? Also in der Vergangenheit war es dann öfter mal so, dass dann der Kader verkleinert wurde oder dass es ein Kurztrainingslager gab oder sowas, wo man dann versucht hat, nochmal einzuschwören. Das stimmt, ja. Das sind operative Prozesse. Und das heißt nicht, wenn die in der Öffentlichkeit nicht kommuniziert werden, diese Vorschläge, dass es sie nicht gegeben hat. Letztendlich ist es so, kommunizieren wir das in der Öffentlichkeit, da heißt es ja am Ende des Tages ja Uneinigkeit oder Streit im Vorstand und wie kommunizieren wir die Presse? Nachvollziehbarerweise kommt dann der Vorstand auf uns zu und sagt, wir sind täglich in Kontakt, sag mir das doch. Und diese Gedanken waren alle da. Aber da bin ich dann am Ende, würde ich dann gerne da auf den Vorstand verweisen, welche Gründe es gab, die nicht umzusetzen. Jetzt ist ja nicht viel Zeit, also gerade jetzt eben nach dem Abstieg, weil die dritte Liga relativ früh startet. Jetzt habt ihr geschrieben im letzten Abschnitt, dass über die Trainerentscheidung bis Ende der Woche. Wie groß ist da der Druck und ist es halt wirklich so, dass es erst noch entschieden wird? Oder ich meine, wenn man den Trainer freistellt, oder er muss ja nicht freigestellt werden, er ist ja sozusagen frei durch den Abstieg. Wir haben heute Abend Sitzung. Und da wird der Vorstand mit einem Vorschlag auf uns zukommen. Wir selber haben natürlich auch ein Meinungsbild. Und dann werden wir das übereinander legen und eine Entscheidung treffen. Vielleicht auch mal deutlich gefragt, sage ich jetzt mal. Die Fanszene hat ja schon auch einen relativ großen Einfluss. Das ist bekannt, sind auch viele, die aus der Fanszene in Positionen jetzt hier arbeiten. Da wird halt mehrheitlich, wie ich das wahrnehme, gefordert, dass der Trainer gehen muss. Welche Rolle spielt der Druck, der da vielleicht kommt? Und, also ich kann jeden verstehen, gerade auch jetzt, der traurig ist, der eine emotionale Sichtweise hat und der auch zutiefst davon überzeugt ist, dass sein Wissensstand ausreicht, um das beurteilen zu können. Das ist normal. Das, was man weiß, nimmt man als Grundlage für seine Analyse, Entscheidung oder für seine Wahrnehmung. Man muss aber auch akzeptieren, dass handelnde Personen einen ganz anderen Einblick haben und viele andere Faktoren in die Waagschale werfen, um das zu beurteilen. Das heißt, es gibt auch andere Wahrnehmungen. Und diese Entscheidung muss man rein fachlich und sachlich treffen und nicht von Emotionen getrieben, auch wenn ich mich davon natürlich auch nicht freimachen kann. Ne? Ganz konkret dich gefragt, du guckst ja auch ab und zu beim Training zu, warst mit im Trainingslager und kennst eben den Trainer näher als wir auch und als eben auch Fans. Wie nimmst du den Trainer wahr? Und das ist für dich denkbar. Also rein logisch, im Fußballgeschäft ist er ja weg. So, Tommy, wie ist deine Wahrnehmung? Tommy, weißt du selber, das ist, das kann man sachlich analysieren. Du kannst sagen, der hat 6 Niederlagen im Koffer. Ihr wisst das ja am besten, öffentlicher Druck steigt, kommen noch 2 dazu. Das ist ein Bonbonspiel, gehst du mit dem weißen Blatt rein, hat das Vorteile. Aber wie du sicher gesagt oder richtig gesagt hast, kenne ich ihn, ich schätze ihn menschlich, der ist klug, der ist analytisch. Ich sehe es ja auch beim Training, was wird im Abschlusstraining geübt, wie wird es umgesetzt, wo sind die Punkte, warum es dann am Ende nicht klappt. Das sind auch alles Sachen, aber nicht wie entscheidend ist. Es wird ein Vorschlag an uns herangetragen und wir haben in Summe natürlich auch eine Wahrnehmung, die wir dann da reinlegen. Meine persönliche Einzelmeinung spielt da eigentlich ein Siebtel für unsere Entscheidung mehr nicht. Okay, im vorletzten Absatz, glaube ich, oder im drittletzten Absatz, und du hast es auch schon angesprochen, habt ihr gesagt, so geschrieben, dass es eben einen Scouting-Chef geben wird. Ehe wir alle wieder wild spekulieren, frage ich jetzt einfach ganz direkt. Thomas Fink ist beim FC Schalke 04 freigestellt worden, ist ein Rostocker, hat Erfahrung, ist sehr gut verknüpft. Welche Rolle könnte er in den Planungen spielen? Das ist eine interessante Personalie, wie viele andere auch, aber das ist nicht unsere Aufgabe, das zu kommentieren. Ich habe ja gesagt, das macht dann wahrscheinlich Armin Schapuzadeh oder der Vorstand, wenn sie nächste Woche hier sitzen. Vielen Dank erstmal. Olli? Ich würde nochmal bei Tommy einmal nochmal nachfragen. Herr Lemmer,
jetzt ist natürlich für alle, wie Sie schon angesprochen, viele sind frustriert, die Fans, das Umfeld, völlig klar nach einem Abstieg und Enttäuschung ist groß. Haben Sie so ein bisschen die Befürchtung, dass auch angesichts der Personalentscheidungen, die jetzt auch im Verein möglicherweise getroffen werden, Klammer auf müssen, Klammer zu, dass noch mehr Unruhe aufkommt? Deswegen ist ja auch gut, dass Sie heute sozusagen als Aufsichtsrat hier in die Offensive gehen. Beziehungsweise, was wollen Sie dagegen tun in den nächsten Wochen, dass da nicht irgendwie noch mehr Unruhe auch innerhalb des Vereins aufkommt? Das ist das eine, was man muss, und das andere, was man versucht einzudämmen oder zu vermitteln, dass die Notwendigkeit besteht. Wir müssen uns mit der Tatsache Dritte Liga befassen, oder nicht befassen, müssen sie akzeptieren. Und Dritte Liga heißt Einschnitte, Dritte Liga heißt Demut, sparen, nach vorne schauen. Und das heißt auch, ja, ehrlich zu sich selbst sein und unbequeme Entscheidungen treffen. Da können wir nicht davon ausgehen, was das für eine öffentliche Resonanz bringt, das ist noch mehr Unruhe. Wir müssen gucken, dass wir hier einen rigorosen Sparkurs fahren, dass wir in der dritten Liga in Italien bekommen, dass wir oben mitspielen und möglichst aufsteigen. Und das erfordert, so ehrlich muss man sein, unbequeme Handlungen. Das Bittere ist, dass die Leute, die es treffen wird, nichts dafür können. Eine Nachfrage noch. Als Sie erstmalig Ihr Amt antraten, hatten wir uns unterhalten und da sagten Sie auch so, naja, die Unruhe muss aufhören. Das war ja eine ähnliche, nicht eine ähnliche Situation, schwer zu vergleichen, aber auch eine sehr unruhige Situation. Ich habe den Aufsichtsrat seitdem wahrscheinlich aus den genannten Gründen als sehr unauffällig eben in der Öffentlichkeit wahrgenommen, was auch öffentliche Interviews von Ihrer Person betrifft. Sind das Dinge, die Sie auch intern besprechen und sagen, wir werden da künftig vielleicht auch unseren Kurs ändern? Also ich kann verstehen, dass das öffentliche Interesse da natürlich gegeben ist, aber wir haben Rollenverständnis und gerade aus der Historie heraus haben wir festgestellt, wenn zwei oder drei Gremien übereinander reden über ein Medium oder über Öffentlichkeit, ist das kontraproduktiv. Das mag für viele uninteressant sein und viele denken auch, Mensch, die sieht man gar nicht, ja, aber wir kommentieren auch nicht jede unserer Entscheidungen und das war bis jetzt erfolgreich, es war Ruhe und das ist hier beim Verein wie Hansa Rostock, der extrem im Fokus in Mecklenburg-Vorpommern steht, glaube ich, der richtige Weg, als wenn jeder glaubt, er müsste seine Meinung öffentlich kundtun und sich in den Vordergrund stellen. Rainer, ich würde das nochmal gleich aufgreifen. Du hast das eben gesagt mit der Ruhe und wir können uns, denke ich, alle, die hier im Raum sitzen, noch erinnern, dass das dann eben 9 Jahre gedauert hat, bis es wieder hochging und dann war es auch zwischendurch richtig knapp in die andere Richtung. Wie kriegt man das vielleicht auch hin? Welchen Einfluss könnt ihr da nehmen als Aufsichtsrat, aber vielleicht dann auch der neue Vorstand, wenn er dann vielleicht komplett steht, damit diese Erwartungshaltung nicht zu hoch ist, damit es nicht zu viel Unruhe gibt und welche Mittel habt ihr da? Die Erwartungshaltung ist natürlich ganz klar abhängig von unserer Aussage, wo wir hinwollen. Und das können wir tätigen, wenn wir uns mit der sportlichen Abteilung zusammengesetzt haben, wenn das Budget steht, wenn wir Vergleichszahlen und Kennzahlen Benchmarkzahlen aus der Liga kennen, dann kann man sich einigen und sagt, das ist unser Ziel. Das bestimmt dann natürlich auch die Erwartungshaltung. Die Unruhe in der Öffentlichkeit ist ja immer abhängig von Enttäuschungen. Das heißt, wenn ich sage, ich will Mittelfeldplatz und bin auf Platz 4, dann habe ich keine Unruhe, aber ist Platz 4 unser Ziel? Das kann ich noch nicht sagen. Das heißt, die Unruhe ist abhängig vom sportlichen Erfolg und man kann Erfolg nicht planen, man kann aber Leistung organisieren. Und man kann Strukturen kontrollieren und man kann Strukturen verändern und gucken, dass der Sport und die Fachlichkeit im Vordergrund steht. Jetzt gab es ja in den vergangenen Tagen schon nochmal neue Gespräche, sage ich mal. Und Jürgen Wieland hatte das angekündigt, dass nochmal auch der Finanzplan und so weiter auf den Kopf gestellt wird, der ja sozusagen, Christian Walter hat es, glaube ich, gesagt, in der Schublade lag, sowohl für die zweite als auch für die dritte Liga. Bleibt es dabei, dass Hansa für die dritte Liga mit einem Rekordetat starten wird? Tom, du meinst mit einem Rekordetat, den wir jemals in der dritten Liga hatten? Ja. Ach so. Ja. Kann ich aber so nicht sagen, weil ich will der Sitzung nicht vorweggreifen. Und ich sage es nochmal, wenn es dann immer heißt, alles ist super, das machen wir, spielen im Vorbeigehen, das ist nicht so. Wir haben ganz harte Einschnitte. Dritte Liga heißt sparen, dritte Liga heißt Demut. Und wenn wir einen sportlichen Etat auf die Beine stellen wollen und trotzdem diese personellen Einschnitte haben, das ist schwierig. Wir müssen gucken, wo verabschieden wir uns von Träumen, was schieben wir an Projekten, was macht jetzt gerade keinen Sinn, damit wir diesen kurzfristigen Erfolg nicht gefährden. Und das müssen wir uns erst zusammensetzen und das final besprechen, weil letztendlich, wer gibt dann schon gerne seine Träume und Projekte auf, weil da muss man realistisch sein. Und wenn das geschehen ist, dann kann ich dir sagen, nach Abgleich aller anderen Daten, ob das Rekordetat ist, vorher nicht. Ich
würde noch mal ganz kurz vielleicht zum Anfang zurückkommen. Mhm. Inwieweit sehen Sie eine Mitverantwortung des Aufsichtsrates für die negative Entwicklung bei Hansa? Gab es mal Rücktrittsgedanken? Wir stellen uns immer in Frage. Unsere Aufgabe ist es aber, den Vorstand zu kontrollieren, Strukturen zu kontrollieren und Prozesse zu kontrollieren. Und das haben wir gemacht, deswegen sitzen wir auch hier, weil Strukturen nicht tragfähig waren. Es ist immer eine Frage, wann man Strukturen einführt, wann man sie verändert. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir sind vielleicht nicht die, jede Entscheidung, wann sie da auch getroffen wird, nach außen kommunizieren. Sie werden aber getroffen und wir müssen uns dann intern abgleichen. Und wenn, und das tun wir auch. Und wenn diese, ich wiederhole es nochmal, wenn diese Strukturen nicht tragfähig sind, ist es unsere Aufgabe, diese zu ändern. Und das ist immer eine Frage von, wann ändere ich sie? Welchen kurzfristigen Erfolg hat das und welchen Kollateralschaden hätte das? Ein ganz großes Thema, mit dem der FC Hansa immer wieder bundesweit ausstrahlt, kommt in dem Papier hier gar nicht vor. Gewalttätige Fans, haben Sie da Ideen, Pläne, wie man das Thema angehen soll und wie bewerten Sie die Situation angesichts der Bilder vom letzten Sonntag oder auch Paderborn oder was weiß ich? Wenn es in der Pressemitteilung nicht vorkommt, heißt es nicht, dass es kein Thema bei uns ist. Wir verurteilen das zutiefst und ich kann nur für mich sprechen, als das losging, bin ich reingegangen. Das ist für mich kaum zu ertragen, sowas. Und wir müssen Wege finden, wie kurzfristige Konsequenzen auf Fehlverhalten durchsetzbar sind. Da sind wir natürlich auch abhängig von gesetzlichen Maßgaben, aber ich glaube, auch wir können vielleicht Wege finden, Konsequenzen kurzfristig umzusetzen. Ich möchte aber dann nochmal einfügen, unabhängig, oder ich betone es nochmal, wir verurteilen das, ich möchte aber einfügen, es treffen sich Menschen, das ist der Querschnitt der Gesellschaft, zweimal im Monat für 90 Minuten hier im Stadion und wir werden für die gesellschaftliche Fehlentwicklung an den Pranger gestellt. Das kann nicht das Ziel sein, das geht, wenn man sagt, wir arbeiten daran, gibt uns Summe X und Personal und Sozialpädagogen, dann erfüllen wir auch diesen Auftrag, aber wir sind ein Fußballverein. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, uns beschämt das zutiefst. Wir arbeiten weiter daran, aber die Erwartungshaltung muss der Realität angepasst werden. Tommy? Da würde ich auch noch mal einmal einhaken. Rainer, ich weiß, dass das der Verein viel macht und habe da teilweise auch darüber berichtet und kenne viele Projekte. Trotzdem finde ich das jetzt ein bisschen zu einfach, weil mir fehlt dann oder mir hat dann oft die Abgrenzung gefehlt, die wirklich klare Abgrenzung, ohne das irgendwie zu, ich sag's mal, zu relativieren oder zu verharmlosen. Mhm. Ja, wie stehst du dazu? Wie ich persönlich dazu stehe, habe ich ja schon kurz angedeutet. Ich glaube, das ist im Moment auch nachrangig. Es ist in den letzten Jahren eine Entwicklung eingetreten, die uns nicht gut tat, die Mecklenburg nicht gut tat, die Rostock nicht gut tut. Aber ich habe es ja gesagt, dass die Frage muss man auch differenziert betrachten. Inwieweit ist das ein gesellschaftliches Problem? Inwieweit können wir das lösen? Und was können wir alles dafür tun? Ich kann nochmal sagen, das ist nicht der Weg von Hansa Rostock. Alles, diese Szenen will kein Mensch sehen. Ich brauche das nicht, niemand braucht das. Aber die Dinger liegen ja nun mal auf dem Tisch und wir müssen sie versuchen anzugehen. Und das werden wir auch tun. Aber jetzt zu sagen, das wird ab morgen anders, das ist utopisch. Das ist so realistisch, muss man sein. Dafür fehlen finanzielle Ressourcen, dafür fehlen personelle Ressourcen. Und selbst wenn die da wären, es ist ein langer Weg, das zu ändern. Es ist ja nicht ein Problem von Hansa Rostock ausschließlich. Selbst der DFB, der Strafen verteilt hat bei der Nationalmannschaft Pyro. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ich würde da nochmal nachhaken. Ich sehe das ähnlich wie Tommy, du. Tommy, darf ich mal nachhaken? Thema dieser ganzen Medienrunde ist ja heute personelle, strukturelle Weichenstellung. Dass das Thema auch interessant ist und dass darüber gesprochen werden muss, steht außer Frage. Aber das können wir vielleicht mal im anderen Rahmen machen. Jetzt geht es ja wirklich strukturelle und personelle Veränderungen. Ich würde jetzt trotzdem noch einmal nachhaken wollen, weil wir haben jetzt auch nicht so oft die Möglichkeit, mit dem Aufsichtsrat zu reden. Na, wer weiß. Und Rainer, ich stimme dir da ja auch zu, ja, wir haben jetzt bald DFB-Pokalfinale, da brennt das auch immer lichterloh und ich frage mich, ob sich der DFB da dann auch selbst bestraft. Aber trotzdem ganz konkret, hättest du beschäftigst dich halt auch mit dem Fußball aus verschiedenen Perspektiven, Vorschläge, Hinweise, Forderungen, die dem DFB oder der DFL gegenüber... Ach, der DFL gegenüber? Ja, das, ob ich mich jetzt mit Vorschlägen an die DFL wende oder nicht, also da müsste schon... ein super Vorschlag dabei sein, dass Sie darauf eingehen. Den habe ich ja nicht in der Tasche. Ich beschäftige mich ja mit der Problemlösung in unserem Hause. Und da habe ich natürlich auch Ideen, aber das sind Ideen, die müssen wir im Gremium besprechen, zusammen mit dem Vorstand. Das sind auch nur Einzelideen. Steffen Baxalari vom NDR Fernsehen.
Herr Lemmer, hier sind einige Positionen aufgeführt. Direktor, Profifußball, technischer Direktor, Chef-Scout, Kaderplanung, hieß es ja hier auch, Herr Meinhardt macht das jetzt nicht mehr. Soll dieser Posten zum einen nachbesetzt werden? Und früher war es auch so, dass der Sportdirektor auch Teil des Vorstandes war. Wird der Vorstand weiterhin aus 3 Personen bestehen oder wird er sich im Zuge dessen eventuell auch verändern, vergrößern? Da sind wir noch nicht im abgeschlossenen Prozess, aus wie vielen Leuten der Vorstand besteht. Es gibt natürlich auch verschiedene Modelle, will ich nicht vorweggreifen. Fakt ist aber, dass der Vorstand, dass sein Vorstandssport im Vorstand vertreten sein wird langfristig. Das ist ein bisschen davon abhängig, was ich vorhin meinte. Ja, wann trifft man Entscheidungen? Inwieweit guckt man auf kurzfristige und langfristige Ziele? Was ist unser primäres Ziel? Der Kaderplaner wird nicht neu besetzt. Es kann nicht sein, dass ein Verein mit einem zweistelligen großen Millionenetat abhängig ist von 1 oder 2 Leuten, von der Expertise von 1 oder 2 Leuten. Das geht nicht. Das wird auf verschiedene Schultern verteilt. Wichtig ist, dass da die Fachlichkeit deutlich einzieht, dass Erfahrung einzieht, sowohl im Scouting als auch in der Kaderplanung. Aber das ist richtig verstanden, es gibt neben dem Profi-Direktor, Profifußball und technischen Direktor zukünftig auch noch einen sportlichen Direktor? Nein, es gibt einen Vorstand und einen Chef-Scout. Es gibt einen Direktor Profifußball und einen technischen Direktor. Langfristig suchen wir einen Vorstandssport, kurzfristig einen Chef-Scout, der in Kürze präsentiert wird. Also mir fällt da dann noch eine Frage zum Prozedere ein. Sie suchen Vorstandschef, Sie suchen einen Sportvorstand. Wer sucht den? Herr Walter soll ja, wie man hört, über eine Agentur hier angeboten worden sein. Ja. Das können Sie ja mal vielleicht auch richtig stellen, das kursiert ja immer so. Wer sucht diesen Vorstand, wie suchen Sie den? Dazu, Herr Walter wurde über Agentur angeboten. Christian Walter war auch kein Vorstand. Nee, das ist ja, also das war noch nicht unsere Entscheidungsgewalt. Wir suchen einen Vorstand natürlich auch über Agenturen, über persönliche Kontakte, über viele Gespräche und über ein Assessment Center. Das ist keine Frage. Und der Vorstand, der dann gefunden ist, dem obliegt es dann, sein Team vorzustellen. Und in dem Team wird dann langfristig auch ein Vorstandssport vorhanden sein. Glauben Sie, dass das aktuell ein attraktiver Arbeitsplatz ist, hier Vorstandschef bei Hansa zu sein in der nächsten Saison? Ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters und man kann die Momentaufnahme sehen und den Rucksack trage ich auch in mir mit dem letzten Spiel, gerade ab der 90. Minute mit dem Abstieg. Ich glaube aber, dass es ein attraktiver Job ist, ja, weil so viele gibt es davon nicht und wir haben ein weißes Blatt Papier. Das ist für einige, können dann sagen, ja, es ist viel Arbeit, aber positive Menschen denken, es ist auch eine Riesenchance. Und man darf auch nicht vergessen, bei all dem, was negativ ist, wir strahlen ja auch deutschlandweit jetzt nicht nur negativ aus. Es gibt ja auch, das sieht man, weil es wehtut. Aber Hansa Rostock ist ja eine Marke. Und ich glaube, die hat auch eine gewisse Attraktivität. Vielleicht Henrik Emanuel, an euch mal die Frage. Aktuell, wie wird die Vorstandsbesetzung jetzt sein? Wir haben ja Michael Mayer und Günther Fett, die bleiben auch weiter, da gibt es jetzt erstmal keine Veränderungen. Genau, wir haben ja die vergleichsweise komfortable Situation im Gegensatz zu sonstigen, in der Vergangenheit ja auch stattgefundenen Freistellungen von Vorstandsmitgliedern, dass wir aufgrund der Interims-Vorstandstätigkeit von Jürgen Wehland 3 Vorstände haben. Das heißt, wir müssen nicht auf die Suche gehen und irgendjemanden finden. Insofern wird das erstmal so bleiben und wir werden ganz in Ruhe im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Zeit dafür dann dort aktiv werden. Gut. Gibt es noch Fragen? Nicht der Fall? Dann vielen Dank fürs Erscheinen. Vielen Dank an euch 3, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Vielen Dank.